Heute zeige ich euch, wie ihr diese leckeren Erdbeerpralinen oder Joghurettenpralinen zu Hause machen könnt. Das Wichtigste bei diesen Pralinen ist, dass ihr die Feuchtigkeit der Zutaten so viel wie möglich reduziert. Wie ihr die Feuchtigkeit reduziert, erkläre ich euch in den ersten 3 Minuten des Clips. Falls ihr das nicht hören möchtet, dann einfach die ersten 3 Minuten überspringen. Die Hauptzutat ist Joghurt. Und ich habe benutzt für Joghurt Magermilchjoghurt, also 0,1% Fett. Und das habe ich gesiebt über ein Tuch. Und was ich damit meine ist, Joghurt kommt über ein Tuch rein, darunter ist ein Sieb und die Feuchtigkeit geht in eine Schüssel. Das habe ich gestern Abend gemacht und ich habe auch dann den Joghurt komplett raus, oder die Feuchtigkeit vom Joghurt komplett rausgepresst mit dem Tuch. Und dann bin ich mit diesem Joghurt hier geblieben. Das heißt, das ist purer Joghurt, ohne Wasser, keine Feuchtigkeit. Dann habe ich das Ganze in ein Gefäß gegeben mit 3 oder 4 Erdbeerstücken, damit es einfach dieses Aroma von Erdbeeren oder den Geruch von Erdbeeren beibehaltet. Nächste wichtige Zutat ist natürlich Erdbeeren. Und hier habe ich gelernt, ich möchte eigentlich keine frischen Erdbeeren nutzen. Deswegen habe ich vor mir gefriergetrocknete Erdbeeren. Gefriergetrocknete Erdbeeren sind Erdbeeren, die zuerst bei sehr, sehr niedriger Temperatur gefroren wären, bei, ich glaube, 40 Grad minus. Und dann werden sie dehydriert sozusagen. Dann wird die ganze Feuchtigkeit rausgezogen. Das ist nichts Schlechtes, das ist eigentlich ganz gut, denn das bedeutet, die Erdbeeren behalten ihren Aroma und ihren Geschmack und sind komplett natürlich. Da sind keine Zusatzstoffe, da ist kein zusätzlicher Zucker. Und es ist, wenn es aus der Verpackung rauskommt, am Anfang sehr knusprig. Mit der Zeit nimmt es ein bisschen Feuchtigkeit von der Umgebung auf und wird dann einfach ein bisschen weicher. Aber das ist trotzdem okay. Es ist immer noch eine richtige Erdbeere, eine komplett pure Erdbeere. Die werde ich verwenden, um in meine Füllung einzugeben. Dann habe ich auch noch vor mir weiße Schokolade. Die werde ich auch mit den Zutaten mischen. Und dann habe ich ein wenig Zartbitter und ein wenig Milchschokolade. Und wir fangen jetzt am besten an. Ah, und was ihr natürlich auch benötigen werdet, ist eine Silikonform. Die Form ist euch überlassen natürlich. Ich möchte Pralinen herstellen. Das heißt, ich möchte so kleine runde Kügelchen haben oder Halbkugeln. Ihr könnt es in jeder Art von Form machen. Also jede Art von Silikonform. Dann würde ich sagen, wir fangen an. Und wir fangen an zuerst mit der Außenhülle. Und wenn ihr schon mal reingebissen habt in Joghurt und wirklich drauf achtet, würdet ihr bemerken, dass ihr zuerst im Außenbereich Milchschokolade habt und innen eine ganz feine Folie von Dunkelschokolade. Und ungefähr das möchten wir auch hinbekommen. Also fange ich zuerst mal an und nehme meine Vollmilchschokolade und schmelze die. Genaue Zutaten werdet ihr im Link unten in der Textbox finden. Also, gehen wir voran. Meine Schokolade gebe ich jetzt über ein Wasserbad und lasse es schmelzen. Übrigens werdet ihr bemerken, dass ich es in einigen Videos Dampfbad nenne. Ich meine Wasserbad, nicht Dampfbad. So, in der Zwischenzeit möchte ich jetzt die gefriergetrockneten Erdbeeren in kleine Stücke hacken. Hört ihr das? Die sind noch so ein bisschen knusprig. Meine Erdbeeren habe ich jetzt klein geschnitten und meine Milchschokolade, die Hälfte der Milchschokolade ist jetzt geschmolzen und die gebe ich jetzt in jedes Förmchen hier ein und das ist einfach der Aussahebereich von der Praline. Ihr müsst hier nicht wirklich viel Acht drauf geben, dass es schön aussieht, denn das, was ihr von innen hier macht, wird man später gar nicht sehen. Also ihr möchtet eigentlich nur jede Form ein wenig mit Schokolade bedecken. Und achtet hier auch eher drauf, dass ihr den Rand eher befüllt und nicht zu sehr den Boden, weil die Schokolade fließt ja sowieso nach unten. Das heißt, der Boden wird meistens dicker als der Außenbereich oder der Randbereich. Ich habe jetzt in jede Füllung ein wenig Milchschokolade eingegeben. Das Ganze setze ich jetzt in Gefrierfach für ca. 3 Minuten. Meine Form habe ich jetzt aus dem Gefrierfach rausgeholt und die Milchschokolade ist schon hart geworden. Jetzt möchte ich von der zartbitteren Schokolade einfach eine Schicht drüber geben und da, wo ich noch Lücken sehe, die werde ich dann auch mit der zartbitteren Schokolade füllen.
Wenn es nach mir wäre, würde ich eigentlich das Ganze mit Zartbitter füllen. Ich finde Zartbitter und Erdbeer einfach fantastisch als Kombination. Aber ich probiere ja die Jogurette so nah wie möglich hinzubekommen. Und ich fange jetzt gerade erstmal mit den Lücken an. Das ist nämlich das Wichtigste, denn ich möchte nicht, dass die Schokoladenförmchen brechen, wenn ich sie aus der Silikonform entferne. So, und jetzt gehe ich in jede Form rein und gebe einfach eine dünne Schicht Zartbitter drauf. Ich bin jetzt durch mit der Zartbitterschokolade. Ich habe Schokolade überall in den Händen. Ich habe jetzt in jede Form eine Schicht Milchschokolade außen und jetzt gerade habe ich eine dünne Schicht Zartbitterschokolade eingegeben. Das setze ich jetzt wieder in den Gefrierfach für ein paar Minuten und währenddessen machen wir uns an die weiße Schokolade ran. Ich habe jetzt meine weiße Schokolade klein gehackt und das gebe ich jetzt auch über ein Wasserbad ein. Ein paar Minuten sind jetzt vorbei und die Zartbitterschokolade ist jetzt auch hart geworden oder zumindest ein bisschen harter geworden. Und jetzt möchte ich in jedes Förmchen ein wenig gefriergetrocknete Erdbeeren eingeben. Meine weiße Schokolade ist jetzt geschmolzen und das möchte ich jetzt mit dem Joghurt mischen. Und zuerst gebe ich ein bisschen Joghurt hier ein, damit die Temperatur sich ein bisschen ausgleicht. Und jetzt gebe ich den Rest vom Joghurt ein. Das ist so perfekt geworden, das ist sehr erfreulich. So, und jetzt gebe ich von der weißen Schokolade gemischt mit dem Joghurt in jedes Förmchen ein wenig ein. Nicht zu viel, denn ihr möchtet das ja noch bedecken mit dunkler Schokolade, beziehungsweise Milch und dunkler Schokolade. Ach, das schmeckt so lecker. Okay. Ich habe jetzt in jedes Förmchen ein bisschen von dem Joghurt und weiße Schokolade eingegeben, über den Erdbeeren natürlich. Und das stelle ich jetzt wieder in ein Gefrierfach für nur ein paar Minuten, damit es ein bisschen hart wird. Ich werde dann auch die weiße Schokolade ein bisschen reindrücken, damit ich das Ganze nochmal mit Dunkelschokolade bedecken kann. Sehr gut. So. Meine Zartbitterschokolade ist jetzt auch geschmolzen und die gebe ich jetzt wieder hier über die weiße Schokolade und Joghurt. Und ich möchte nicht viel drauf geben. Ich möchte nur, dass sie einfach ein bisschen den Geschmack von der zartbitteren Schokolade haben. Ich habe die Form jetzt mit Zartbitterschokolade bedeckt, also so dünn wie möglich. Und jetzt mache ich das Ganze nochmal mit der Vollmilchschokolade. Ich bin jetzt durch mit der Vollmilchschokolade und damit sind wir eigentlich schon mit allen Zutaten durch. Das Ganze muss jetzt nur in den Kühlschrank für circa 2 Stunden, damit alles wirklich schön fest wird. Und dann sehen wir uns wieder. So, die 2 Stunden sind jetzt vorbei und ich habe die Form jetzt rausgeholt und ihr könnt sehen, die Milchschokolade ist schon hart geworden. Ich vermute mal, hier ist alles hart geworden drin. Am besten lässt man das vielleicht für eine Minute stehen, damit es ein bisschen auftauen kann und dann kommt es auch leichter aus der Form raus. Genau das werde ich tun. Und in der Zwischenzeit schmelze ich noch mal ein bisschen weiße Schokolade, denn damit möchte ich die Pralinen gleich dekorieren. So, das Ganze sollte jetzt klappen.
Eine habe ich schon rausgeholt. Und den Rest machen wir jetzt zusammen. So sehen sie dann aus. Und am besten mache ich schon mal eins auf. So, da seht ihr die Erdbeerstückchen. Ein wenig dunkle Schokolade, ein wenig Milchschokolade. Und das Ganze innen ist fest. Okay, jetzt entfernen wir den Rest. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und dass die Anleitungen euch hilfreich waren. Wenn ja, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr das Like-Button unten drückt. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao!